Patientinnen und Patienten, die pulmonal-arterielle Hypertension haben, müssen aufgeklärt werden. Von ihrem Arzt am besten. Sie können sich auch Hilfe suchen bei der Selbsthilfegruppe, die ganz andere Blickwinkel der Krankheit beleuchtet. Ich glaube, das Wichtigste ist aber zu wissen, was die Krankheit ausmacht, weil der es versteht, kann auch mit den Komplikationen dann umgehen.